Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel. Ich müsste fast sagen, diesmal wieder im schönen Tamriel. Letztes Mal war es ja total verregnet und verschleimt. Und zwar, falsche Taste gedrückt. So, und zwar haben wir hinter uns eine neue Quest, die wir annehmen können. Ich kann es nicht glauben. Er hatte schon wieder recht. Wann werde ich lernen, mein Gold nicht gegen Rasumdars Instinkte zu wetten? Er sagte, dass ihr hier entlang kommen würdet. Es ist also wahr. Habt ihr den Wildkönig überzeugt, Königin Eiren die Treue zu schwören? Ja, aber jetzt ist es die Wildkönigin. Die Wildkönigin, was? Die Zeiten in Walenwald ändern sich, nicht wahr? All das hat das Dominion in eine heikle Lage gebracht. Ich schätze, gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir hier sind. Rasumdar hat mich hierher geschickt, um auf eure Ankunft zu warten. Ihr sollt euch ihm so schnell wie möglich anschließen. Anscheinend ist Vizevogt Pelidil hier lang gekommen, nachdem er den Stab des Magnus gestohlen hat. Warum ist Pelidil hierher gekommen? Wer könnte sich da schon so sicher sein? Ich vermute, er ist nur auf der Suche nach einem Schiff, um zurück zu den Sommersendinseln zu fliehen. Vielleicht ist er fest entschlossen, Prinz Naemons Leichnam dort zur Ruhe zu betten. Rasumdar hat aber seine eigenen Vermutungen und er schien mir ziemlich besorgt zu sein. Was glaubt Rasumdar? Er war nicht bereit, seine Vermutungen mit mir zu teilen. Was immer ihm seine Instinkte auch diesmal sagen, ich würde darauf wetten, dass er damit recht hat. Zweifelsohne hat Rasumdar vor, seine Überlegungen mit euch zu teilen. Ihr findet ihn im Hauptquartier des Talmor. Nun gut, ich werde Rasumdar suchen gehen. So, das ist in die Richtung. Und das dürfte... Ne, hier oben ist es noch nicht. Eine weiter Richtung Magiergilde irgendwo sein. Ne, ist es überhaupt die Magiergilde hier? Doch, hier ist auch die Magiergilde. Werdet ihr wohl stillhalten? Diese Illusion erfordert Präzision und die kann ich nicht erreichen, wenn ihr ständig mit eurem Schwanz zuckt. Bah, dieser Talmor-Magier macht Rasumdar verrückt. Steht hier, haltet dies, alles so präzise. Dieser zieht mehr Flexibilität vor. Er ist froh, dass noch ein Auge hier ist, das dies versteht, denn wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dominion beschützen wollen. Was müssen wir tun? Wir müssen natürlich Pelidil finden. Dieser hat sein stinkendes Fell bis hierher verfolgt, nachdem er den Stab des Magnus gestohlen hatte. Er ist jetzt der Anführer des Schleiererbes und hat hier in Waldheim Verbündete, dreckige Verräter, die sich gegen Königin Eiren verschworen haben. Was haben Sie vor? Das wissen wir noch nicht, aber Rasumdar hat einen perfekten Plan ausgeheckt, um diese Ratten aus ihren Löchern zu locken. Falls sie eine Möglichkeit hätten, die Königin zu ermorden, würden sie die doch ergreifen, oder? Die Königin kommt nach Waldheim? Nein, Rasumdar wird stattdessen die Königin werden. Natürlich erst, sobald dieser Magier seine Arbeit endlich richtig macht. Wir werden bald aufbrechen. Daher muss Ras sich vorbereiten. Sprecht mit Baumtane Fariel. Sie kann euch mehr über die Verräter erzählen, die Pelidil helfen. Nun gut, ich werde Fariel bitten, mir alles zu erzählen, was sie weiß. Dieser würde euch gern um einen Gefallen bitten. Wenn dieser Talmor-Magier Rasumdar in einen Affen verwandelt, müsst ihr ihn rächen. Oh, und ihr müsstet Pelidil allein aufspüren. Aber Ras hofft, dass das nicht der Fall sein wird. Habt ihr sonst noch etwas über Pelidil erfahren? Rasumdar hielt den Vizevogt für einen klauenlosen Feigling. Immerzu fasselte er etwas über Prinz Naemon dies und Prinz Naemon das. Das war so erbärmlich. Aber jetzt ist er listenreicher. Dieser weiß nur, dass Pelidil in der Nähe ist und dass er den Stab des Magnus hat. Was ist mit dem Prinzen? Als dieser ihn das letzte Mal sah, war er noch ziemlich tot. Aber Pelidil würde die Leiche des Prinzen nicht nur durch die Gegend schleppen, damit er ein ordentliches Begräbnis bekommt. Hier ist irgendeine Art Nekromantie geplant, aber wozu?
Nemon kann nicht als Untoter über das Dominion herrschen. Warum ist der Talmor hier? Ihr teilt Rasumdars Abscheu, ja? Wir müssen aber mit ihnen leben. Der Talmor wurde nach Waldheim geschickt, als das Dominion sich gründete. Dieser Hafen ist wichtig für den Handel und es besteht Anlass zur Sorge, dass er zum Ziel für feindliche Spione werden könnte. Oder für die Maormer. Wer hat den Talmor hergeschickt? Schlachtenvogt Orkelmo gab den Befehl, aber Königin Eiren segnete ihn ab. Sie schickt den Talmor nicht gern in jede Stadt im Dominion, aber in diesem Fall hatte sie kaum eine Wahl. Selbst Bauntane Fariel ist der Meinung, dass sie hier gebraucht werden. Die Maormer sind hier eine Gefahr? Natürlich. Überall, wo es eine Meeresküste gibt, stellen die Meereselfen eine Gefahr dar. Sie trachten schon seit Jahrhunderten danach, diese Gestade zu erobern. Und der Aufstieg des Dominions hat sie nur weiter angestachelt. Der Talmor sorgt für eine bessere Verteidigung der Stadt. Welchen Zauber wird dieser Talmor-Magier auf euch sprechen? Er meint, es wäre die perfekte Illusion, damit Rasumdar wie Königin Eiren aussieht. Dieser würde zwar eine ganz gewöhnliche Verkleidung vorziehen, aber Bauntane Fariel bezweifelt, dass das reichen würde. Ihr solltet mit ihr sprechen, damit wir hier vorankommen. Ja, ist schon gut. Wir reden sofort mit ihr. Ich möchte nur einmal die Beschwerde an den Talmor noch einsammeln. Also werdet ihr den Kater bei seinem hirnrissigen Plan begleiten? Hallo? Ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Diese Verräter in unserer Stadt wollten eine Rebellion anstiften, seit sich König Camoran dem Dominion angeschlossen hat. Gibt es Bosmer in Waldheim, die dem Dominion entgegenstehen? Das würde man wohl meinen, aber wir haben nie einen dieser Verräter gefangen. Vielleicht sind sie am Ende gar keine Bosmer. Unsere Feinde sind uns immer einen Schritt voraus. Oromin hier möchte das zwar nicht glauben, aber ich finde, es liegt auf der Hand, dass es einen Spion im Talmor gibt. Jemand, der gerade hier ist? Nein, wir haben Rasumdars Plan strengstens geheim gehalten. Der Spion muss glauben, dass Eiren tatsächlich hier ist. Es gab Gerüchte über einen bevorstehenden Überfall der Maormir. Also haben wir verbreiten lassen, die Königin wäre gekommen, um die Sicherheit der Stadt zu gewährleisten. Und ihr rechnet damit, dass die Verräter einen Anschlag auf sie durchführen werden? Ja, diese Katze mag völlig verrückt sein, aber ihr Plan könnte tatsächlich aufgehen. Es wurde die Geschichte verbreitet, die Königin würde den kaiserlichen Untergrund persönlich untersuchen wollen. Ihr werdet sie dorthin begleiten, um Asteria zu treffen, eine Talmor-Offizierin, die wir für eine mögliche Spionin halten. Wie viele Wachen nehmen wir mit? Ha, die Katze hat es euch nicht gesagt, oder? Nein, wir können keine Wachen schicken. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Er glaubt aber, dass ihr beide damit schon fertig werdet. Ich weiß nicht, ob ich das gesundes Selbstvertrauen oder Tollkühnheit nennen soll, aber ich hoffe so oder so, dass Bandar euch beisteht. Das nennt man Vertrauen. Vielen Dank, wann brechen wir auf? Sobald Sanodil den Zauber richtig hinbekommt und euren Freund in eine Königin verwandelt. Angenommen, das klappt irgendwann, solltet ihr und Rasumdar sofort in den kaiserlichen Untergrund aufbrechen. Oh, los geht's. Es wird auch Zeit. Ich dachte gerade, er leuchtet. Sehr überzeugend. Aber ist diese Illusion überall wirksam? Vielleicht sollte dieser sich kurz einen Moment zurückziehen. Es gab keine Fehlberechnungen, das versichere ich euch. Jetzt entschuldigt. Ras sieht in dieser Form gut aus. Aber Ras sieht immer gut aus. Königin Eiren könnte vielleicht das ein oder andere von diesem lernen. Das sieht so geil aus, wenn man sie sieht und er am Sprechen ist. Ihr seht aus wie die Königin, aber ihr klingt noch nicht wie sie. Ein guter Punkt. Ras wird... ich werde das im Hinterkopf behalten. Ihr habt mit dem Baumtanen gesprochen? Ihr versteht meinen genialen Plan, ja? Ich werde euch in die Tunnel der Kaiserlichen begleiten. Ja, dort werden wir die Wahrheit über diese Offizierin des Talmor, Asteriel, herausfinden. Sie ist eine echte Augenweide, wie ich hörte. Aber Verräter sind eben nie das, wonach sie aussehen, ja? Dieser ist... Nein, ich bin bereit, wenn ihr es seid. Oh je, ob das wohl gut geht. Vor allen Dingen die Stimme. Wie will der bitte schön die Stimme so verstellen? Okay.
Mit vielen Fragen im Kopf und ja, sehr viel Angst will ich jetzt nicht sagen, aber Befürchtungen. Gehen wir mal in die Tunnel. Seid bereit. Dieser zählt auf euch, dass ihr seinen, ihren Rücken freihaltet. Asteriel, seid ihr es? Ja, kommt näher, meine Königin. Ich habe etwas für euch. Ras, deine Stimme ist auf einmal so sexy geworden. Was ist das? Ein Geschenk in Erinnerung an Prinz Nämon. Vizevogt Peledil lässt Grüße ausrichten. Ihr werdet sterben und der wahre König von Alinur wird sich erneut erheben. Nun, das hat wehgetan. Könnt ihr aufstehen? Ras kommt schon wieder auf die Beine. Ein paar Verbrennungen werden diese nicht umbringen, aber er denkt, fürs Erste solltet ihr allein weitergehen. Ihr müsst Asteriel fangen und herausfinden, wo sich Peledil versteckt. Wohin ist sie gegangen? Sie verwendete irgendeine Art Magie, um zu entkommen. Aber es war kein Portal, daher kann sie nicht weit gekommen sein. Sie muss noch hier sein, irgendwo in diesen Tunneln. In Ordnung. Versorgt eure Wunden, ich werde sie finden. Ja, Basti, ich würde gerne sagen, bleib du hier und helf ihm, aber du lässt mich ja eh nicht alleine. Was grundsätzlich nicht schlimm ist, aber was, schade will ich jetzt nicht sagen, aber was natürlich gut für Rasum da wäre, wenn ihm helfen könnte. Sagen wir es mal so. Ich brauche Heilung! Nein, du brauchst nichts. Es dauert zwar alles doppelt so lange wie sonst, aber du brauchst nichts. So. Kann hier noch nicht mal looten. Was sind das für Scheiß? So, wir müssen nach links. Hallöchen. Guten Tag. Das Rächekommando ist da. Das Mädchen hat es also nicht geschafft, euch auszuschalten. Egal. Ich werde das berichtigen. Mach mal. Versuch mal. Ja, Bewegung ist gut. Vor allen Dingen, wieso treffe ich den über den Tisch nicht vernünftig? Oder liegt es nur daran, ne? An dem schlechten Update? So, was haben wir hier? Die Pläne. Sobald ich ihre Flucht sichergestellt habe, könnt ihr wieder zum Rest unserer Truppen stoßen und mit der Vorbereitung fortfahren. Sehr schön. Wo müssen wir hin? Geradeaus. Also hier gilt natürlich, aua, das gleiche wie sonst auch immer. Nicht, dass ihr panisch irgendwo runterspringen sollt, sondern, dass wenn ihr euch das durchlesen möchtet, ihr einfach kurz die Pause-Taste drückt und ja, euch das durchlesen könnt. Ras hat Kampfgeräusche wahrgenommen. Habt ihr Asteriel gefunden? Konntet ihr sie nach Peledil fragen? Asteriel ist entkommen. Das Schleiererbe hat ihre Flucht gedeckt. Dunkle Monde! Wenn Asteriel entkommen ist, werden wir sie aufspüren müssen. Und das Schleiererbe ist hier? Das ist beunruhigend. Rasumdar vermutete schon, dass sie hier sein könnten. Aber er hätte nicht erwartet, dass sie so zahlreich sind. Ich habe Befehle von Peledil gefunden, die auf eine große Streitmacht hindeuten. Einige von Rasumdars Kontakten haben ihn gewarnt, dass das Schleiererbe nicht all seine Hoffnungen in Prinz Nämon setzen würde und dass sie einen Ausweichplan haben. Da Nämon tot ist, muss dies ihr Ausweichplan sein. Ihr denkt, dass sie planen, Waldheim anzugreifen? Möglich. Wenn sie nicht über das Dominion herrschen können, dann wollen sie es vielleicht lieber zerschlagen, indem sie Walenwald angreifen. Aber Ras hätte nicht gedacht, dass das Erbe die Truppenstärke dafür aufbringen kann. Lasst uns gehen. Wir müssen Baumtane Fariel erzählen, was wir erfahren haben. Okay. Komm mit. So, wo sind wir denn jetzt? Achso, da oben müssen wir wieder hin.
wo wir vorhin waren. Das ist hier. Fariel, ich habe wichtige Kunde. Wenn Rasundars Aussage stimmt, dann steht Waldheim in eurer Schuld. Natürlich heißt das nicht viel, wenn die Stadt angegriffen und zerstört wird. Vielleicht können wir das verhindern. Der Kater sagt, ihr habt Anweisungen von Vizevogt Pelidil gefunden. Kann ich sie sehen? Natürlich, hier sind sie. Verdammt! Das beweist, dass Pelidil hier etwas plant, das sogar noch weit über die Ermordung der Königin hinausgeht. Ich bin froh, dass ihr das ans Licht gebracht habt. Ich hoffe nur, es ist noch nicht zu spät für uns, etwas dagegen zu unternehmen. Mit Pelidils Befehlen stimmt etwas nicht. Der Verweis auf Asteriel kommt mir merkwürdig vor und Oromin weigert sich immer noch zu glauben, dass sie uns verraten hat. Jedenfalls scheint Asteriel der Schlüssel dazu zu sein, etwas Ordnung in dieses ganze Durcheinander zu bringen. Wir müssen sie befragen und herausfinden, was sie weiß. Wo meint ihr, dass wir sie finden können? Nun, falls sie noch nicht gemerkt hat, dass wir ihr auf die Schliche gekommen sind, dann können wir sie vielleicht überraschen. Sie könnte in diesem Augenblick unten in der Talmor-Residenz sein. Ich vermute, Oromin wäre gern dabei, wenn wir sie stellen. Ihr drei solltet aber rasch aufbrechen. Wir machen uns sofort auf den Weg. Selbst wenn Asteriel aus der Stadt geflohen ist, könnt ihr vielleicht in ihrer Unterkunft ein paar Hinweise auf die Pläne Pelidils finden. Hoffen wir, dass sie etwas findet. Sonst haben wir nicht viel, womit wir weitermachen können. Was wisst ihr über Vizevogt Pelindil? Nicht wirklich viel. Ich habe gehört, er folgte Prinz Nämon wie ein kleines, verirrtes Schoßhündchen. Nun flieht er mit Nämons Leiche, stiehlt den Stab des Magnus und übernimmt die Führung des Schleiererbes? Es scheint, als hätte dieses Hündchen doch einen Biss. Das ist lächerlich. Asteriel hat ihr Leben für das Dominion riskiert, und zwar öfter, als ich zählen kann. Sie gehört zu meinen besten Offizieren. Ich weigere mich, diese unverantwortliche Verleumdung zu glauben, bis ich nicht selbst mit ihr gesprochen habe. Rasundar und ich haben sie in den kaiserlichen Tunneln gesehen. Ihr müsst das verstehen. Man wird erst Agent des Talmor, sobald man seine Treue zweifelsfrei unter Beweis gestellt hat. Falls Asteriel gesteht oder wir stichhaltige Beweise finden, gebe ich gerne zu, dass ich falsch lag. Bis dahin bleibe ich äußerst skeptisch. Werdet ihr euch uns anschließen, um ihr gegenüberzutreten? Das hier ist eine Angelegenheit des Talmor. Und ich werde zur Talmor-Residenz gehen, um Asteriel persönlich gegenüberzutreten. Ihr dürft mich gerne begleiten, wenn ihr mögt. Aber selbstverständlich, Rasundar ist schon auf dem Weg dorthin, das ist super. Leider zeigt er mir nicht, wo wir hin müssen. Achso, das ist direkt hier vorne. Moment, hier drin. Es war so klar, dass ich dann in den Büschen stehen bleiben würde. Oha. Meine Hauslehrer sagten gern Worte und Geschichten. Der Körper einer Altmär liegt kalt auf dem Steinboden. Sie ist auf jeden Fall schon eine beachtliche Zeit lang tot. Versteht ihr? Eindeutig war Asteriel schon eine Zeit lang tot. Also kann sie nicht diejenige gewesen sein, die ihr in den kaiserlichen Tunneln gesehen habt. Ich habe es euch gesagt. Sagt, was ihr wollt über den Talmor. Aber wir haben keine Verräter unter uns. Ihr Tod scheint euch nicht allzu sehr zu beschäftigen. Ihr Tod beunruhigt mich sehr. Aber die Integrität des Talmor ist meine größere Sorge. Und ich bin zufrieden, dass ich in diesem Zusammenhang Recht behalten habe. Da uns diese Sorge nun genommen wurde, können wir jetzt endlich damit beginnen, dem wahren Ursprung dieses Verrats nachzuspüren. Was hat sie eurer Meinung nach getötet? Zweifellos war es dieselbe Person, die ihr Aussehen annahm und versuchte, die Königin Rasundar zu ermorden. Wo wir gerade bei dem Kater sind, anscheinend hat er etwas gefunden. Ja, eine Falltür. Hier unten könnten wir brauchbare Beweise finden. Lasst uns sorgfältig nachsehen, bevor wir weitergehen. Okay, machen wir.
So, ein Brief von an Lariaril von Pelidil. Asteril hat eine Schwester? Vielleicht eine Zwillingsschwester? Das würde einiges erklären. Ra's hat das Gefühl, dass diese Tunnel alles aufklären werde. Okay, dann gehen wir doch mal rein. Ich wollte gerade noch sagen, ich gehe davon aus, dass hier auch Gegner drin sind. Falsche Seite. So. Das Vergessen soll euch holen. Ach, wir laufen jetzt hier einfach mal durch, das geht schneller. Entweder sammeln wir gleich alle bei der Tür. Ja, offensichtlich sammeln wir gleich alle bei der Tür. Komm. Zur Flanke! Ich bin verletzt! Wobei ein paar schon gar keine Lust mehr haben. Ich brauche Hilfe! So, der eine greift mich immer noch an. Geh doch mal auf den Basti. Heilt mich! Dann kann ich hier raus. Hallo? Jetzt läuft er weg. Dann lass mich raus! Och, jetzt kommt der Nächste und schießt mich an. Willst du mich veräppeln? Komm, Basti hat doch seine Aggro. Lass mich hier raus. Das ist so nervig. Geradeaus und rechts. Das ist der... Die wir töten müssen. Da das jetzt alles so lange dauert, nehme ich jetzt ausnahmsweise meine Ulti. Normalerweise habe ich die ja nie gebraucht, aber seit dem Update das Leben ist kein Märchen. Nutze ich halt öfter mal Ulti. Manchmal bekommen die Schurken trotzdem ihr Fett weg. Oh, perfekt. Genau die richtigen. Die Gesichter meines Versagens. Und nun habt ihr mir nachgestellt, nur um zu sehen, wie ich sterbe? Ihr seid genau wie meine Schwester und der Rest des Talmors. Keine Sympathie oder ähnliches. Wo ist Pelidil? Komisch, dass ihr das fragt. Ich hatte mich genau dasselbe gefragt. Dann erkannte ich, dass er mich hierher gelockt hat, damit seine Assassinen mich töten können. Das ist mein Lohn für meine treuen Dienste. Eine Klinge in den Bauch und ein schönes, kaltes Grab. Wisst ihr, was er plant? Plant? Oh, über Planungen ist er längst hinaus. In diesem Augenblick erstürmen seine Armeen die Küste bei Meereshort. Sobald sie dort Fuß gefasst haben, werden sie ganz Walenwald erobern. Und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Das Schleiererbe hat Armeen? Natürlich nicht. Sie sind nur eine Spitze des mächtigen Dreizacks, mit dem Pelidil das Dominion zu Fall bringen wird. Er hat ein Abkommen mit den Maoma unterzeichnet. Und mit dem Stab des Magnus wird er eine Armee von Untoten ausheben. Ja, eure Tage sind also gezählt. Wie konnte er eine Abmachung mit den Maoma treffen? Das ist ganz einfach. Die Meereselfen waren schon immer auf diese Gestade aus. Wenn sie Pelidil helfen, das Dominion aufzulösen, überlässt er ihnen Walenwald. Diese verdammten Bosmer haben uns doch ohnehin immer nur Scherereien bereitet. Was ist mit dem Rest des Dominions? Ihr meint Elsweyr? Soweit ich weiß, schert sich Pelidil darum nicht. Er möchte nur die Sommersendinseln. Ich glaube nicht einmal, dass er selbst über sie herrschen will, solange nur jemand anderes über sie gebietet als Nämons Schwester. Hat er auch vor, Prinz Nämon aufzuerwecken? Natürlich. Wer wäre besser dazu geeignet, eine Armee aus Untoten anzuführen, als ein untoter Prinz? Und wenn Pelidil ihn zurückholt, wird Nämon an den Willen des Vizevogts gebunden sein. Pelidil wird sich keine Sorgen mehr darüber machen müssen, dass der Prinz schlechte Entscheidungen fällt. Glaubt Pelidil immer noch an den Prinzen als Herrscher? Ha, Pelidil meint, er würde sich da keinen Illusionen hingeben. Aber er bekommt immer noch glänzende Augen, wenn er von Nämon spricht. Ich vermute, er macht sich nach wie vor Hoffnungen, dass der Prinz eine Rolle in jener Zukunft spielen könnte, die er sich ausgemalt hat. Seid ihr Pelidil immer noch treu ergeben, obwohl er euren Tod anordnete? Ayrhen ist eine falsche Königin
Und das Altmeri-Dominion ein lächerlicher Witz. Nichts kann daran etwas ändern. Nicht einmal Peledils Verrat. Wenn ich damit das Dominion in die Knie zwinge, opfere ich mein Leben gern. Denn dann wäre mein Leben etwas wert gewesen. War es es wert, eure eigene Schwester zu ermorden? Es war die reinste Qual, sie zum Zwilling zu haben. Während sie in den Rängen des Talmor aufstieg, betrachtete man mich als Versagerin. Als Peledil mich anwarb, war es für mich an der Zeit zu glänzen. Ich bereue nichts. Am Ende haben beide, Asteril und ich, unser Leben für die Sache gelassen. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Lasst mich einfach sterben. Ich würde eure Hilfe nicht annehmen und ihr bietet sie besser nicht an. Es ist zu spät. Er kann nicht aufgehalten werden. Glaub mir, ich hätte dir auch nicht meine Hilfe angeboten. So. Alles so dunkel hier. Ah, jetzt sind wir schon wieder in ein Loch gefallen. Ich bin doch nicht Alice. Ach, mein Gott. Auch wenn ich die ganze Zeit ein weißes Kaninchen dabei hatte. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt meine... ich habe jetzt meinen Hund dabei. Nicht meine Springmaus. Da müssen wir hin. Dann mal raus mit uns. So, mal eben schauen, wo sind wir und wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt wieder zurück zu dem Ort, wo wir vorher waren. Das ist hier geradeaus. Ich will immer sagen zur Magiergilde, aber das stimmt ja nicht so ganz, weil da ist ja nur die Magiergilde und die Kriegergilde drin. Hauptquartier, aber das merke ich mir irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. So, Fariel. Rasumdar hat mir erklärt, wie wir von Layaril getäuscht wurden. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich ordentlich zu bedanken. Aber er hat mir auch gesagt, dass eine Armee Maorma, die von Vizevogt Pelidil angeführt wird, an unseren Ufern landet. Stimmt das? Das hat Layaril auch gesagt. Jetzt frage ich mich nur, sind das zwei verschiedene Personen? Nein, weil hier oben nämlich das R fehlt. Verdammt! Ehrlich gesagt hoffe ich, dass er sich nur verhört hat. Ich schätze, das ist aber nur selten der Fall. Nun gut. Ich werde die Verteidiger der Stadt zusammentrommeln, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Jedenfalls bin ich froh darüber, dass ihr hier seid. Ihr und Rasundar seid unsere letzte Hoffnung. Und wir haben ein Brustteil, also ein Oberteil vom Werkzeug des Bienenhüters erhalten. Ihr solltet euch so schnell wie möglich nach Meereshort aufmachen. Wenn wir die Maorma dort hart genug erwischen, bekommen wir sie vielleicht zurück ins Meer getrieben, bevor sie einen Brückenkopf am Ufer errichten können. Schickt ihr uns auch Soldaten dorthin? Ich werde alles an Truppen schicken, was ich entbehren kann. Aber die Stadt hat Vorrang. Am Hort gibt es einen Außenposten mit ein paar Soldaten, falls er noch nicht überrannt wurde. Geht durch die Schlangengrotte und sucht Major Sirenweh. Sie ist die befehlshabende Offizierin. Dann mache ich mich jetzt zur Schlangengrotte auf. Ja, und ich würde sagen, das ist dann auch der perfekte Zeitpunkt, um nochmal einen kleinen Cut zu machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ja, am Zielort, sage ich mal, wieder in der Schlangengrotte oder vor der Schlangengrotte. Ich weiß nicht, wo wir jetzt genau hin müssen. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!